Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu Destroy All Humans Demo angespielt. Ja, bin gespannt, was das ist. Also momentan gibt es ja auf Steam genug Demos und anzuzocken für kommende Spiele. Also, dass man sich schon mal einen ersten Eindruck machen kann, ob das Spiel einem zusagt oder ob es einem nicht zusagt. Also, dann let's go. Ich zocke das Ganze auf meinem Likely Xbox 360 Controller. Der ist schon alt, kabelgebunden, also gekabelt. Und ja, ist nicht mehr der jüngste, aber er geht noch gut und ist einer meiner Lieblingscontroller überhaupt. Früher beim C64 oder Amiga waren es die Competition Pro, die habe ich sehr geliebt. Das ist halt Xbox 360 Controller, der kabelt, weil das mit den Aufladen und Umladen und etc., das ist alles nicht mein nix. So, jetzt schauen wir mal in die Optionen rein. Sprache Deutsch, Tutorial aktivieren an. Tastaturbelegung, Gameplay, alles an. Mal weiterschauen. Das passt alles. Tastaturbelegung brauche ich nicht. Controller, Ziel anwählen, Waffe abfeuern, Psychokinesis, es werden sicher alles gezeigt. Bewegung, Kontext scan, Sprint, Springen und Hirnextraktion. Holobob, Ablenkung, Folgen vergessen. Das ist geil. Audio, lassen wir mal so. Und Gamma Vollbild. Das ist was Falsches. Was war das Fenstermodus? Vollbildfenstermodus. Verändern wir mal Vollbildfenstermodus. Rein Vollbild mache ich. Mache mal Vollbild. Mache das einmal auf 1920 und VSK an. Änderung speichern. Speichern und zurück. So. Jetzt also haben wir ein neues Spiel. Leer. Dann schauen wir uns das mal an. Menschen des Planeten Erden. Achtung. Wenn diese Aufzeichnung modernisiert wurde, sind die Inhalte der historischen Daten zur ursprünglichen buronischen Invasion nahezu identisch geblieben. Ah, leider zu langsam gelesen. Mr. President. Meine Freunde, habt ihr jemals zum Nachthimmel aufgeschaut und euch gefragt, ob es auch auf anderen Planeten Leben geben könnte? Welch wundersame Wesen wohl dort existieren könnten, die in freundschaftlicher Erwartung den historischen Moment herbeisehnen, in dem die Menschheit ihre ersten vorsichtigen Schritte ins Weltall wagt? Welche Legenden würde man sich wohl von dem glorreichen Tag erzählen, an dem wir mit unseren Brüdern jenseits der Sterne in Kontakt traten? Fünf. Systeme bereit, General. Vier. Komm schon, Baby. Zeig uns, was du drauf hast. Drei. Was zur Hölle? Zwei. Was zum Henker ist denn das? Eins. Nein, stopp. Stopp den Countdown. Inkompetenter Narr. Ich hätte dich nie losschicken sollen. Was geht ab, Box? Du wirkst etwas, wie sagt man, etwas verstopft. Sagen wir mal, hoffentlich bist du keine Sackgasse der Evolution wie dein Vorgänger. Was? Ich kann dir nicht folgen. Ich verrate dir ein Geheimnis.
Nicht viele von uns wissen das. Aber die DNS-Muster in unseren Klonbänken degenerieren immer weiter mit jedem neuen Klon. Das ist schlecht, oder? Nur wenn wir durch das Klonen unsere Unsterblichkeit bewahren wollen. Natürlich ist das schlecht! Ich habe Crypto 136 zu einem Planeten geschickt, den wir vor vielen Äonen besucht haben. Einen Planeten voll mit purer Furonen-DNS. Der Kontakt ist abgebrochen. Verstehe ich das richtig? Du hast mich, ihn, Crypto 136, auf einen feindlichen Planeten geschickt und er ist verschwunden, vielleicht gefangen, wird vielleicht gerade in diesem Augenblick gefoltert? Ich würde keine voreiligen Schlüsse. Ja klar, das würdest du niemals. Hör mir mal kurz zu, Pox. Du bist echt ein Intelligenzbolzen, aber manchmal soll man nachdenken und manchmal besser einfach handeln und so ist es auch jetzt. Und was? Zweiteres. Vielleicht hast du ja recht, 137. Klar habe ich recht. Was glaubst du denn? Ein Kryptosporidium, der von Affen gefangen gehalten wird? Wir müssen dahin. Wir müssen ein paar Hirne verhackstückeln. Wir müssen mich retten. Ihn. Er muss mich retten. Ich muss, verdammt, Mann. Wann kann ich was in die Luft jagen? Geduld, Krypto, Geduld. Ich habe verstanden. Bereite das Mutterschiff vor. Genau das wollte ich hören. Also, wie heißt dieser lausige Planet? Unser Ziel, meinst du? Der Planet Erde. Geile Einführung, muss man einfach sagen. Da ist man einfach nur sprachlos. Jetzt ist halt natürlich die Frage, sind die Verhauser schon aggressiv oder war das durch den unglücklichen Umstand, dass da einer jetzt draufgegangen ist und dass sie deswegen uns jetzt angreifen? Das ist natürlich eine Frage, aber ich glaube, dass die Verhauser schon aggressiv sind. Also wenn man mit Pox Labor Krypto-Raumschiff. Willkommen in meinem kleinen Labor. Vielleicht wusstest du das nicht, aber ich betrachte mich als eine Art Erfinder. In meiner Freizeit habe ich ein paar sehr beeindruckende Upgrades für Waffen und für verschiedene Fähigkeiten entwickelt. Ich wäre bereit, sie mit dir zu teilen, falls du etwas im Tausch anbieten kannst. Zum Beispiel etwas von dieser köstlichen DNS, die du gesammelt hast. Hm? Zeptomatik, aha. Da gibt es ein Archiv. Kinnauswahl. Aha, okay. Ja, lassen wir uns nicht lang da ablenken von diesem göttlichen Spiel wahrscheinlich. Es geht los. Wir sind sozusagen vom Planeten Erde, Destination Earth und Zielplanet Erde. Du wurdest von einem Menschen gesehen, lösche sein Gedächtnis. Haha, und kannst einfach sein Gedächtnis löschen. Das ist geil. Was geht weiter? Autopox an Kryptosporidium 137. Bitte komm, Kryptosporidium. Krypto hier. Wie ist die Aussicht? So sicher an Bord des Mutterschiffs. Sehr witzig. Sagen wir einfach, ich bin froh, dass ich hier oben bin. Und du dort unten. Widerlicher kleiner Planet.
Also, Crypto, um den reibungslosen Ablauf der Invasion sicherzustellen, ist es unumgänglich, die dominante Lebensform dieser Welt auszumachen. Diese eutertragenden Wiederkäuer wirken dominant. Du meinst doch bestimmt nicht diese übel riechenden Gasbeutel hinter dem Zaun? Doch, ich fürchte schon. Aber die bestehen doch nur aus Nippeln. Sofort, Kryptosporidium! Besteht doch nur aus Nippeln. Ist das geil. Also sehr witzig gemacht. Oh, und Crypto, überprüfe besser, ob dein Anzug auch in der irdischen Atmosphäre einsatzfähig ist. Los, beweg dein Hintern! Kann jetzt bewegen. Kann mir noch Details anzeigen. War geil. Echt für Idioten gemacht. So wie für mich. Grafik ist. Also mich beeindruckt gleich mal Grafik. Weil ich krieg mir. Ich bin da nicht so. Ah, der Baum ist nicht animiert. Also wirklich nah, sehr ansprechend. Also gute Grafik. So, bewegen. Ganz normal wie über. Wir können mit dem Cortex-Scan in die Köpfe niederer Lebensformen blicken. Reiß ihre Gedanken aus ihrem armseligen kleinen Gehirn heraus. Primitiv. Doch voll so tiefe Einsichten. Scanne noch eine. Wieder nur Mu. Ich habe den Verdacht, diese Flüssigkeit verlierenden Wiederkäuer wollen uns hinters Licht führen. Die essen mit dem Mund? Ich glaube, mir wird gleich furchtbar übel. Achtung, Achtung, Erdlinge! Dieser Planet ist ab sofort Teil des Furonischen Imperiums. Eure gnädigen Herrscher grüßen euch. Wir würden dich gern zum Zweck wissenschaftlicher Untersuchungen entführen. Diese Prozedur wird langwierig und sehr unangenehm. Irgendwelche Einwände? Erdling, ich spreche mit dir. Antworte, oder du wirst vaporisiert. Mich interessiert nicht, wie viele Mägen du hast. Ich habe keine Zeit für sowas. Wir Furonen besitzen die unglaubliche Macht der Psychokinese, Crypto. Nimm ein Objekt oder eine Kreatur ins Visier und hebe sie in die Luft. Recht halten. Mach diese streitsüchtigen Wiederkäuer mit deiner PK fertig. Ramm sie ungespitzt in den Boden. Perfekt! Aha. Was ist das? Ist ja übel. Verflucht seien diese Kreaturen. Sie draufgegangen, oder? Boah, das ist bitter. Wow. Das ist echt abartig. Aber. Tschüss mit dir. Gute Arbeit. Ciao, cool. Bisschen abartig, aber. Rafa, du hast mir gar nicht gesagt, dass wir heute Abend grillen. Moment mal, das ist kein Steak, das ist. Du heiliger Stoß. Martha, gib mir die Flinte! Es ist keine. Das sieht nach einem Fall für den Zap-O-Matic aus. Grill den Farmer! War geil! Was von diesem Betriebslandwirt noch übrig ist. Du kannst den Hirnstamm aufnehmen und so Furonen den es sammeln. Geil. Geil. Echt geil. Harold, komm her, das musst du dir ansehen. Da ist ein sprechendes Pferd im Fernsehen. Sowas hab ich wirklich noch nie. kleine grüne Männchen. Ich bin nicht
Aber ich bin böse. Aber ich bin böse. Solange die Schilde über den Energie verfügen, schützt sie sich vor Schäden. Wenn das Schild nicht voll geladen ist, zeigt dein Balkan den aktuellen Stand an. Wenn du getroffen wirst oder Wasser berührst, verlierst du das Schild. Ah, Wasser ist nicht gut. Das Schild überdroht, wenn keine Geld. Das ist einfach ein Hirnstämme, setzt sich zurück und nach. Sei gnadenlos! Lass keinen Männer leben! Du lass mich! Weg mit dir! Weg mit dir! Aber Wasser darf er nicht berühren. Das ist mein Zuhause. Wasser ist der. Schon besser. Weg mit dir. Arbeit, Crypto. Lasst sie uns grillen. Ah, herrlich. Boah, jetzt kommen Chantinger. Step Patrol! Guten Abend, Miss Turnipseed. Bauer Dixon von der anderen Seite der Straße hat uns angerufen. Er hat gesagt, er hat ziemlich seltsame Geräusche aus dieser Richtung hier gehört. Kleine grüne Männchen! Was ist das? Ein neues Silo? Mit einer Strahlkanone! Crypto! Dieser menschliche Gesetzeshüter versucht offenbar, sich ohne Befugnis Zutritt zu deinem Raubschiff zu verschaffen. Wenn diesen Erbsenhirn deine Quantendekonstruktor in die Hände fiele, könnten sie ein Loch in das Raumzeitkontinuum reißen. Geile Matiko. Um Furons Willen, vaporisiere sie, Crypto! Ich vaporisiere sie. Oder? Wir töten sie alle, komm her. Mein Radar zeigt mir Menschen im Anmarsch. Schnell zum Raumschiff. Schnell in den Raumschiff und vernichte alles, was dir vor die Rohre kommt. Halten ist X. Er tritt unter das Raumschiff. Dreh boah, geil gemacht. Entwickle ein Gespür für die Steuerung und dann feuer drauf los. Zerstöre alle Gebäude, hinterlasse keine Spur. Boah, geil. Diese Affen zurück aus Steinzeit. Destroy. Todesstrahl. Warte mal. Ah, boah, geil. Boah, geil. Den kompletten Bahnhof zerstören. Das ist mega. Destroy all humans. Bisschen abartig, aber geil. Wow. Boah, jetzt kommt die Armee. Geil. Ausrücken, Männer! Los, los, los! Links vor steht's voran. Links vor steht's voran. Der Kaffee, der ist unser Mann. So eine Freude, die menschliche Kriegsmaschinerie. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie ihren Anführern von unserer Anwesenheit berichten. Lösche sie aus! Sofort! Feuer frei! Pah! Crypto, hiermit gebe ich dir die Erlaubnis, alle Menschen zu vernichten!
Lade die Schilde deines Raumschiffs einfach auf, indem du einem beliebigen menschlichen Fahrzeug Energie entziehst. Alles geht da? Das geht noch nicht. Wo ist noch was? Da ist noch was. Die Menschen holen zum letzten Schlag aus. Lösch sie ein für alle Mal aus. Okay, das mit den Energieaufnahmen ist ein bisschen schwierig. So, da drüben ist noch was. Hervorragende Arbeit, Crypto. Geil. Oh. Hast du das auch gesehen? Darauf kannst du einen lassen. Was hast du gesehen? Ein kleines grünes Männchen in einer Untertasse, das die beste Einheit der US Army ausgelöscht hat. Ja, gut. Ich auch. Grün? Nicht grau? Mach dich nicht lächerlich. Weißt du, was das bedeutet? Natürlich. Was denn? Das heißt, die Zeitungen hatten ausnahmsweise mal recht. Ruf Silhouette an. Der schlimmste anzunehmende Fall ist eingetreten. Lagen die Streber etwa richtig? Ich glaub's ja nicht. Solltest du aber. Roswell war erst der Anfang. Die Invasion hat begonnen. Ertränke eine Kuh im See, tötet die Frau. Hahaha. Beigeschaut die Kotex an. Belohnungen neu. Gattle Multiplation Pandemic Pharma Disappears Enemies Cower Plus All Allegations in der Verstümmelungswahn. Auch verschwindet die Mitten von Kuhmisshandlungsanklagen. Who is the next? Miss Rockwell? Find out on page 3. Claire Bomb Fallout Shelter. So geil. So mega. Rated T for Teen. Animated Blood Gravehammer Destroyer Humans. DH Nordic, Black Forest Gaming. Hello, friends. Have you ever gazed up into the night sky and wondered at the possibility of life on other planets? What marvelous beings might exist out there? Hands extended in friendship. What tales will be told of that glorious day when we are first contacted by our brothers from beyond the stars? Es wäre göttlich. Wow. Pre-order now. Get free skin back.
Aw, oh, man. Now I'm gonna get my suit dirty. 28. Juli wurde das vollständige Spiel. Zurück. Eine Verbesserung für dein Raumschiff? Nein, wie sieht es mit deiner Waffe oder deinen Fähigkeiten aus? Lass mal die Fähigkeiten schauen, was das heißt. Gehirnreaktion, Zeitpomatik. Könnt ihr denn da machen? Zeitpomatik. Desintegrationsstand, Analsonde. Spürsensor. Rückkühlsensor. Erhöhte Zeitfenster erfolgreich sind. Kann ich nicht helfen. So geht das nicht. Zeitpomatik geht. Kostet 1500, die aber 800. Okay, da kann ich gar nichts auswählen. Das kriegt ein Raumschiff. Treibstoff, Atom erzeugt Brenndauer. Naja, nehmen wir mal die Ladegeschwindigkeit. Okay, Ladegeschwindigkeit Upgrade. Schauen wir, ob wir eine Mission haben. Neue Mission, das ist die alte. Erdwoman Delicious. Das ist die zweite Entführung. Dann schauen wir uns die an. Engage. Turnspeed Farm. Hebe Springsätze mit PK auf und werfe sie zurück auf deine Feinde. Haha! Ah. Lebt sie noch? Die LB habe ich das. Weg mit dir. Auto! Mal schauen, ob das Auto auf. Mann, das ist geil. US-Autobahn, Highway. Short. Warte, Meister. Das ist zu schwach. Werde ich getragen? Kommunisten! Kommunisten! Was ist das? Außerirdischer! Boah, geil, wir müssen gleich einen Jetpack. Verpiss dich! Martha! Boah, jetzt ist geil. Das ist ein bisschen Open World-mäßig, ha? Oder Doris Day. Wo ist dein Freund Hollywood für eine unmögliche Wahl? Den das Gehirn aus. Sei verdammt! Hat diese Kuh gerade gesprochen? Gibt's was er nicht kann? So, gib mir dein Gehirn. Ah, das Herz Amerikas, wo Männer noch Männer und Kühe noch Wehen. Was ist das geil? Ich fühl's. Lass mich so. Weg mit dir. Versuch's doch, Glatzkopf. Hat ein grünes Gehirn extra hier. Ein guter Tag zum Sterben, kleiner Mist. Aus dem Weg oder du kriegst auch eine Ladung Schrot. Wie soll ich in diesen Schuhen rennen? In diesen schicken. Gib mir dein Gehirn. Gib mir dein Gehirn! Hahaha! Oh, das ist geil! Laufst einfach hinter dir, dann saugst du einfach das Gehirn aus. Jawohl! Dann nimmst du den da, baff! Nimmst du den da, baff! Lass mich abhauen! Niemand. Ah! Baba. Du willst dich mit mir anlegen?
Ups. Mama! Mein Gehirn schaut auf! Das kannst du! Lass mich! Lass mich! Niemand! Komm du durch! Ich fühle mich! Das kannst du! Lass mich so! Das kannst du! Gib mir dein Gehirn! Danke dir! Jawohl. Sehr schön. Boah. Wer hat da jetzt geschossen? Boah, das Teil hat geschossen. Gefahrenzone. Scheißen Dreck. Dort unten haben wir noch was rumliegen. Ah, Gehirne, sehr schön. Gib mir das Gezepte! Ist schon besser! Ich weiß nicht! Lass mich aufstehen! Bleib ständig oder ich schieße durch dich durch! Oh oh. Was heißt sich verpissen? Heißt sich verpissen? Aber ist mega. Gib mir dein Gehirn. Jawohl. So, man muss sie einfach töten, damit man einfach die Gehirne kriegen kann, oder? Den kann man kein Gehirn kriegen. Gibt's Mu? Okay. Gib mir dein Gehirn. Ist das mega? Was muss ich jetzt da noch da? Gibt's da mehr Power oder was? Ah. Marziada! Sehr schön. Oha. Gib mir dein Gehirn. Du bist der, der meine Kühe gestohlen hat, oder? Nein, das bin nicht ich. Es ist eine Weile her, dass ich jemanden vermöbelt. Oh, nicht schon wieder eine Invasion der Außer. Es tut so weh! Du hast das Recht, das ist mein Zuhause. Ah!
Gut, dass diese schlecht zielen. Es ist geil. Polizei! Du bist... Es tut so weh! Hier ist Betreten verboten. Weißt du, komm mal nicht! Lass mich! Wir müssen mehr Proben für unsere Analysen sammeln. Ich habe die Landungszone markiert. Natürlich. Die Rotation der Erde in Kombination mit der verschmutzten Atmosphäre macht es nahezu unmöglich, den Gigantoentführungs- und Vitaltransporterstrahl lange anzupeilen. Aha, der Rest ist Open World. Ich will diese Wiederkäuer genauer studieren. Sammle diese fleckigen Tiere von den Weiden in der Nähe ein. Und bring sie nicht um, okay? Meine Möglichkeiten sind abgegrenzt, wenn sie schon Grillzeug sind! Führe die Kühe, aber wir entführen die. Das ist jetzt natürlich die gute Frage, gell? Ich die jetzt entführe, hast du. Zeit ist zur Hälfte. Ah, okay, so läuft es. Was zur? Still. Wir verstehen das blaue Ding nicht. Okay, let's go. Weißt du eigentlich, wie schwer es ist, das Mutterschiff manuell neu auszurichten? Okay, ja gut, das spielen wir dann in der Vollversion. Auf jeden Fall ist ein geiles Spiel. Also die Demo macht Spaß und ja, also danke fürs Zuschauen, Like nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, servus und macht es gut. Ich bin Kalesch und am Mount Everest. Du musst haschen von der Zugspitze weg. Ich bin Kalesch und am Mount Everest. Von der Zugspitze weg, yeah, yeah. Kleiner
kleiner Dreck, schon macht die Basics besser jetzt. Yeah. Sprichst du falsch, weil du nicht weißt, wo du hergekommen bist? Reiß dich mal zusammen, reiß dich mal am Riemen. Laber mir keine Scheiße von wegen, du willst verdienen. Und überleg dir ganz genau, was du mir sagst. Wenn du mir unter die Schau trittst, dann eins ist klar. Du hast nicht geleistet, außer schöne Bubi-Fresche. Du musst hascheln jetzt. Ich bin Kalash von der Mount Everest. Du musst hascheln von der Zugspitze recht. Hey, yeah. Ich bin Kalash von der Mount Everest. Du musst hascheln von der Zugspitze recht. Hey, yeah. Ich weiß nicht, ob dir irgendein anderer Typ im Kopf scheißt. Überleg dir ganz genau, was du mir sagst, weil andere Maul ist schon nicht der Hahnschall. Ich pack dir an den Kragen und ich sag, hey, hey, du verlierst völlig deine Fokus. 109.000 in UK, Hokus Pokus. Ich bin grad auf 180 und ich weiß, wenn ich die seh, prügel ich dich windelweich. Ich bin Kalash von der Mount Everest. Du musst haschen von der Zugspitze weg. Hey, hey. Ich bin Kalash von der Mount Everest. Du musst haschen von der Zugspitze weg. Hey, hey. Da-di-d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 a-di